So, meine Lieben, weiter geht's. Bikers Rast, auf Wiedersehen. So, meine Lieben, dann geht's jetzt weiter Richtung Biker-Treff. Alte Schule. So, wir haben jetzt hier den Thomas von Duxter getroffen. Ganz hinten hier, hallo. Und Stefan von Torclub mit seiner Ninja H2. Und hier ist ein Abonnent von mir. Das hat soweit geklappt, dass wir uns hier zeitmäßig treffen konnten. Wie gesagt, so, wir sind so 1-2 Uhr sind wir dann am ersten Wegpunkt. Und das hat seit soweit geklappt. Wunderbar. So, warum kommen die nicht? Da kommen sie. Mit oder? Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wie gesagt, schön, dass ihr jetzt hier auch die nächste Etappe hier mit uns allen mitfahren wollt. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt zum Café Alte Schule. Sind jetzt, schätze ich mal, so 50 Kilometer, 40 Kilometer, nicht allzu weit. Und dann als nächstes werden wir, ich glaube, den Biker-Treff habe ich mir jetzt nicht merken können, aber auf jeden Fall kommt dann auch Café Hubraum. Ich meine, das ist dann Punkt 4, Punkt 3, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Werde ich euch dann gleich mitteilen im nächsten Teil oder noch in diesem Teil. Mal schauen, wie ich das schneiden werde. Ja, und dann haben wir alle bekannten Biker-Treffs auch schon. Ah ne, da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Biker-Treffs, die es hier so gibt im Bergischen, haben wir dann durch und abgefahren. So, jetzt sind wir erstmal in Wilberhofen. Herzlich willkommen. Ja, bis jetzt läuft die GS wunderbar. Immer noch kein Motorsteuerungsfehler hier erschienen, obwohl wir so heute mal ein bisschen das ein oder andere Mal ums Eck geprügelt haben. So, geht's weiter Richtung Ruppichteroth. Ne, Ruppichteroth, keine Ahnung, ey, das sind aber auch manchmal Namen. Schöne Kurve hier. Ganze nur rechts rum. Schöne Ducati. Ich liebe Ducati Sound. V2 Sound. Einfach geil. Oh, ein schönes Bild hier im Rückspiegel. Ja, jetzt sind wir nochmal zwei mehr. Gut, Sebastian ist jetzt nach Hause gefahren, NRW MT10. Er hat ja auch gesagt, er kann nur bis mittags und fährt dann wieder zurück. Ja, zwei dazugekommen sind wir also sieben Leute, wenn ich mich nicht verrechne. Ah ne, und mein Abonnent noch. Jetzt sind wir also acht Leute hier, acht Motorräder. Hinter uns der Makromap, dann kommt der KTM-Treiber, dann wieder die Dixa, ja, Duxtal glaube ich ganz hinten, Torclub mit seiner Ninja H2 irgendwo im Mittelfeld, ja, und Ride Alone natürlich mal wieder ganz vorne,
oder wieder die Arschkarte gezogen. Ruppichte Rot, Rhein-Sieg-Kreis. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. So, geht's nach Much weiter. Nach Much. Beziehungsweise Hambuchen, 2 Kilometer. Schöne Bank hier, wa? Ja, und hier wird es wieder gemütlich, wie man sehen kann. Ohne Mittellinie. Und mit Fußgängern auf der Fahrbahn. Oh, schön, schön. Ja, herzlich willkommen in Bölkum. Und dann geht es weiter nach Röttgen. Röttgen. Oh, jetzt sind Vögelchen hier, die hauen ab. Schöne Aussicht hier. Oh, die zieht zu hier. Geht richtig rum mit Scheiße in der Kurve. Ja, super. So, dann sind wir schon in Röttgen und dann fahren wir hier links Richtung, keine Ahnung, in die nächste Ortschaft rein. Die da heißt Bruchhausen. Herzlich willkommen. Und dann geht es weiter nach Wiel, 12 Kilometer, nach Großfischbach. Zumindest erstmal die Richtung. Ach du Scheiße. Na, Striesart. Also die Supersportlerfahrer, die tun mir ein bisschen leid. Ne? Die können hier heute, glaube ich, mit der Route nicht allzu viel anfangen.
Aber trotzdem waren sie am Baikalsrast in Dattenfeld doch sehr happy. Auch die Gruppengeschwindigkeit, die passt soweit. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Der Dreisbach. Da sind wir jetzt in Niederdreisbach. Da geht schon wieder raus hier nach Oberdreisbach. Nieder und Ober. Boah, nächste Ortschaft, schade. Ich dachte, wir hätten mal ein bisschen ziehen können hier. Oberdreisbach sind wir jetzt. Nach Drabener Höhle. Oh, hier ist auch ganz schön was los, ne? Ganz schön voll, wa? Ja. Sollen wir weiterfahren? Weiterfahren? Ja. Weiterfahren? Ja. Weiter? Ist ja wirklich null Platz. So, alle da, ja. Ja, schade. Dann fahren wir halt zum nächsten. Auf jeden Fall haben wir mal die alte Schule kennengelernt, jetzt von außen. Allerdings nicht, wie es dort schmeckt und wie sich sitzen lässt. Was haben wir jetzt? Halb zwei. Das war jetzt auch ein bisschen kurzfristig, finde ich, von dem Baikalsrast hier zur alten Schule. Gerade wieder warm geworden, die Kameras sind gerade mal wieder warm gelaufen sozusagen und dann wieder absteigen und wieder gleich oder später besser gesagt synchronisieren im Schnittprogramm. Natürlich auch noch mal wieder mehr Arbeit. Nee, dann sparen wir uns das. So, geht's nach Drabener Höhe. Kommen Sie. Bei den Quads nicht auch eine Helmpflicht? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, weil das ja zweispurige Fahrzeuge sind, aber auch als PKW geführt werden in der Zulassung. Kann sein, dass man die Quads sogar ohne Helm fährt, weil ich kenne normalerweise die Quadfahrer haben alle einen Helm auf, aber wahrscheinlich machen sie es freiwillig. Rein rechtlich müssen sie es wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß es nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben,
Leuten, die euch, die sich da irgendwie auskennen auf dem Gebiet. Quad fahren ohne Helm. Legal, illegal, Fragezeichen. So, wir fahren jetzt hier auch ab Richtung Engelskirchen, Kaltenbach. Strom haben wir auch dabei? Oder gehört die nicht zu uns? Okay. Ja, so gut. Muss einer Pipi oder was? Dann machen wir mal kurz Pause. Der Torklapp mit seiner Ninja. Schick, schick. Ja, nicht ganz. So, kommen wir jetzt hier rechts. Ja gut, wenigstens lädt auch meine GoPro wieder. Die beiden konnten ihre Blase entleeren. Wunderbar. Und weiter geht's. Eine S1R. Schön, schön. Ah, schön, schön, schön. Da sind wir in Kaltenbach. Herzlich willkommen. Und hier geht's auch rum. Ey, lecko funny doch. Jetzt weiter nach Marienheide, Lindlar und Wickenbach. Sich nicht. Ach, da stehen sie. Deswegen trauen sie sich nicht. Überholen uns mal. Neu-Remscheid, da fahren wir jetzt hin, meine Lieben. Alle mitgekommen oder? Ich
diese Tour wird es natürlich auch noch bei Maku Mark zu sehen geben. Gehe ich mal stark davon aus, auch von Tor Club und auch bei Duxtal könnt ihr da mal reinschauen. Ich werde alle Motovlogger, die heute dabei sind und einen YouTube-Kanal haben, selbstverständlich wieder unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut da mal rein bei den Jungs. Ja, schaut euch das ein oder andere Video an, hinterlasst ein Abo, falls es euch gefallen sollte. Wäre sehr nett von euch. Ja, fahren wir wieder in so ein Dorf rein. Friedlingsdorf. Und dann geht es hier Richtung Harte Gasse und Bruchhagen. Na toll, und wieder ein Auto vor uns, ey. Jawohl, wunderbar. Ja, Reim Hunter, an der Stelle, warum schickst du mir denn eine Tour, die ich Samstag und Sonntag nicht abfahren kann? Ich hätte mir das auch nicht so ganz dran gedacht, dass es da den ein oder anderen Streckenabschnitt in dieser Rundroute gibt, den man am Wochenende als Motorradfahrer nicht befahren darf. Schon in Bruchhagen. Schön, schön. Boah, hier hätte ich auch Schiss zu wohnen. Ne? Irgendwann brettert die da einen LKW rein. Ey. Oh, ein anderer. Nicht aufmerksamer Verkehrsteilnehmer. Boah, schon wieder eine Ortschaft. Jetzt einmal Gas geben und dann Steinenbrücke sind wir. Ja, jetzt wird es auch, ich sag mal, in der Mitte der Rundroute wird es ein bisschen städtisch Richtung Richtung Solingen, Richtung Café Hubraum. So, jetzt weiter Richtung Unter-Eschbach. Wird jetzt hier nochmal schön und da kann ich die kann man was abschalten. Ah, hier kommt dann noch mal ein bisschen Landstraße. Ne? Schön. Jetzt weiter Richtung Linde und Reudenbach. Und natürlich wieder ein Auto da vorbei. Jetzt geht es erstmal durch Bruch durch. Ah, war ja wieder klar. Jetzt kommt hier wieder mal die ein oder andere schöne Kurve und sogar Spitzkehre. Und dann hast du hier einen VW Lupo Diesel vor dir. Ey.
Oh, den Kreisverkehr hat Kali hier gar nicht drin. Ist ja auch eigentlich kein Kreisverkehr, ey. Ist was für ein Arsch ist das Verkehr? Für ein Arschverkehr. Ja, kann man jetzt auch falsch verstehen, ne? Und eine schöne GS. Eine schöne GS. Gibt's das überhaupt? Gefallen raus, sag ich mal. Die meisten machen das ja eher, weil sie ja, sich gestresst vorkommen. Ist auch geil. So, erstmal warten, hier ist alles rum. Sülze sind wir jetzt. Ja, moin. In Sülze. Also ich mag keine Sülze. Wo sind wir jetzt? Eichhof. In Eichhof. So eine Ortschaft nach der anderen, ne? Also so toll ist das doch jetzt nicht. Was willst du machen, ne? Ist eben so in Nordrhein-Westfalen, wo alles ziemlich dicht besiedelt ist. Neuen Saal geht's hier. Und eine Vespa GTS mit Jetteln, kurzer Hose und T-Shirt. Jawohl. Jawohl. Also ich hätte keinen Bock, mich hier auf dem grobporigen Asphalt hier mit 50, 60 auf der Nase zu legen. Mit T-Shirt und kurzer Hose. Ja, scheint wohl nur eine 125er zu sein. Mit kleinem 80er Kennzeichen, was eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Auch die 125er bekommen große Kennzeichen. Vielleicht möchte er, mochte er keins. Gewitterwolken oder Regenwolken. Heute Abend soll es nämlich ein bisschen tröppeln. So gegen 22, 23 Uhr, zumindest bei uns in Menden.
vielleicht sogar schon eher, aber bis dahin sind wir ja schon wieder weg. Ne? Gucken, wenn es da schöner wird, dann mache ich nochmal einen Akkuwechsel. Und dann fahren wir, denke ich, auch mal bis Café Hubraum durch. Oh, muss er tanken? Markus muss tanken. Ich habe noch 220 Kilometer. Ja, wunderbar. Da kann ich ja hier gleich einen Akkuwechsel machen. So, meine Lieben, bis gleich, ne? Ja, Markus, du lachst. Von der 7er, die Tonspur ist verzogen zum Bild, ne? Das ist mir durchs Klatschen aufgefallen. Die Tonspur kommt eine Millisekunde zu früh oder zu spät, je nachdem. Ja, das habe ich festgestellt. Ich habe geklatscht und ein paar Millisekunden später kam erst Klatsch, Klatsch. Nee. Ich habe auch erst gedacht, dass das an dem Audioadapter liegt, wenn du gleichzeitig lädst. Das ist auch, wenn du über internen Akku laufen lässt. So, läuft alles. Geht's weiter, meine Lieben. Ja, jetzt haben wir den Makumak in der Leitung. Hallo. Und den Mattes, den höre ich auch. Matthias. Ja, haben wir Dreier jetzt hier. Ein Dreier. Aber kein Flotten, oder? Nein. Hatten wir schon mal, oder? Hatten wir, ja. Flottendreier. Ja, das Video hat für Gesprächsstoff gesorgt. Ja, hat auch. Haben auch viele eingeschaltet und dann... Das ist nicht meine Fahrweise. Ein Dislike gegeben, aber war ja auch gut. Ja, Dislike ist auch gut. Ist ja alles gut. Fürs Ranking ist das top. So, fahren wir. Ja, jetzt, wo du dabei bist, macht er bitte ein Tick, Tick, Tick von mir. Ja, ich... Kannst du dich auch wieder rausschmeißen, wenn du möchtest. Nö, lass ruhig drin, das ist gut. Du bist noch recht leise. Ja, du hörst mich auch, oder? Ich höre dich. Ah, peace. Ich höre nur heftige Windgeräusche bei euch. Ja, das hatten wir vorhin nicht, wie wir beide gefahren sind. So. Ja, aber jetzt höre ich dich wieder astrein. Ja. Was so ein bisschen blöd ist, ne? Die Tonaufnahme von den einzelnen Leuten, regelt sich direkt mit, ne, bei der Kameraaufnahme, ne? Je nachdem, wie laut du denjenigen eingestellt hast, ne? Ja. Bist du wieder ganz leise? Hast du das eigentlich vorhin nicht gesehen mit dem Verbot für Motorradfahrer? Nee. Nee. Also gesehen schon, ich wollte durchfahren. Ja. Dann habe ich gedacht oder gesehen, dass ihr alle Schisser seid. Ja, die Polizei hat da, ja, ja, das habe ich alles nicht gesehen. Ja. Ich habe das nicht gesehen, dass sie da am Lasern waren. Ja, wie gesagt, das haben die viel hier, ne, so verboten, ne? Vorhin auch schon mal. Ne? Ja? Ah ja. Ja, ich habe die Tour ja geschickt bekommen. Ja, ja, hast du gesagt. Ne, wie gesagt, und hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der Kollege da Abschnitte mit reingepackt hat, die ja, man Sonntag und Feiertag nicht fahren darf oder auch an Wochenenden generell. Oh, wieder ein Auto. Ja, unsere Gruppe ist komplett, unsere Hinfahrgruppe, aber die andere Gruppe lässt sich mit abreißen. Ja. Alles frei hier. Ja, unsere Truppe ist zusammen. Naja, der Rest fehlt ein bisschen. Ja, Torklapp und Duxtal, ja, und so, ne? Sind nicht so brutal wie wir. Ja. Na komm, dann halten wir mal eben hier an und warten. Da sind sie, ne? Komm. Haben sie den lahmen Rentner nicht überholt? Hallo, komm. Jetzt habe ich ja hier richtig Sound im Helm. Ja, das war die Richter gerade, die mich überholt hat. Die Jungs haben Bock hier. Ja, ich muss immer noch aufs Navi gucken hier. Da sehe ich gerade sehr viele Kurven. Sind wir jetzt hier Scheuren,
Gemeinde Odenthal. Aber das ist doch nicht das Odenthal. Ja, das gibt es ja bei uns auch, ne? Ja. Oh, ist das denn hier? Ein Treff. Oldtimer. Oldie-Treff. Also waren ja schöne Streckenabschnitte dabei, aber insgesamt. Ja, also am Anfang zum Dachfeldchen, das war richtig schön. Ja. Ja. Aber von da bis hierhin ist immer so, ne? Von Ortschaft zu Ortschaft, oder? Ja, genau. Ja, das habe ich damals auch schon festgestellt. Ich war auch bisher eben einmal nur auf dem Hubraum und das war auch so, das waren so enge, schmale Wege, weißt du? Ja, ja. Ja, ich war bis jetzt auch noch einmal da. Ja, also ich muss da nicht nochmal hin. Das liegt voll in der Stadt. Ich bin da auch irgendwie über die Autobahn, glaube ich, hingefahren. Okay. Da habe ich ja den Stefan getroffen. Ja. Guck mal, Blackout ist auch unterwegs. Ja. Geht's weiter nach Grimberg. V-Strom. War die alte V-Strom, ja. Ne? Ja. Geht's weiter nach Altenberg. Ja, seine Karre hört sich an, ey. Ja, ne? Richtig am Brüllen, das Ding. Und wieder Auto. Ah, ja, klar. Kein Problem für Blackout. Blackout fährt vorbei gleich. Genau jetzt wieder, wo schön wird. Ja. Wenn ich alleine wäre, wäre ich vorbei. Na ja, klar. Oh, Matthias. Ja. Oh, da kommt eine geile Kurve nach unten jetzt gleich. Oh, bitte zurückhalten hier. Zwei geile Dinger jetzt. Drei geile Kurven. Ja, das geht nicht. Scheiße, ey. Die ist irgendwie die nächste Sau, die nächste gleich hier. Schade, ey. Jetzt 100, wa? Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt hier unten irgendwo Biker-Treff ist. Ja, kommt ja gleich. Und da vorne ist irgendwie ein Schluss oder so was, ein großes, ne? Ich glaube, wir machen gleich wieder das Ding da dran, das Schutzding, glaube ich, oder? Ja, wie er will. Ich hab da Kabelbinder dabei, fällt mir gerade ein. Naja, weiter wieder dran bei ihm, Kabelbinder. Was fällt die Fällt die KTM auseinander oder was? Nein, die Honda, die hat. Da ist nicht, da war eine Schraube weg gewesen. Und der war das Schutzblech für den Auspuff. Okay. Er musste so ein bisschen breitbeinig fahren mit dem rechten Bein. Aber ich hab meine Kabelbinder dabei. Fällt mir gerade so ein. So, jetzt fahren wir hier rechts und dann ist das irgendwo. Das ist jetzt keiner Biker-Trip, ja? Ah, da sehe ich schon einen Parkplatz. Nein, ich bin alle, okay. Bestimmt auch voll. Ach,
hier unten ist es. Hier unten ist auch ein Blinken, ne? Hier unten. Da unten. Also hier rechts auch einer, ne? Oder ist es hier unten links? Ich weiß gar nicht, wo man jetzt hier parken kann. Also hier war noch weiter das Ding, oder? War noch weiter, ne? So kleiner, ne? Ja. Die müssen wir jetzt hier hin, ja? Aber die wollen ja essen, oder? Ja. Holst du da einen kleinen Imbiss was essen, oder? Ja, fahr bis vorne vor. Also der ist vorne vor mit dem Office. Da, wo die Fahrt, komm mal rechts. Da, wo die Fahrt, da stehen. Wo ich mal was hinstellen hier. Komm, hier stellen wir uns einfach hin, Arschlecken. Aber ob wir hier Platz kriegen, ist auch alles voll, ne? Heute ist überall alles voll. So, ich weiß nicht, wo wir sind hier, aber ich bin einfach da hinten hier. Danke fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Abonnieren nicht vergessen. Selbstverständlich, ich like immer deine Videos, Markus. Ja. Alles klar. Okay, bis dahin, euer Marco Martin. Ja. Bis dahin, Leute. Euer Ride Alone. Danke fürs Zuschalten, Einschalten und Mitfahren. Bis demnächst. Tschüss.